So, weiter geht's mit Susano Hiohu. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie zurück nach Avdol kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal mit diesem einem Sage mich unterhalten muss. Ich guck mal sicherheitshalber nach. Schöner sein da, Mann. Und ich liege gerade so schön entspannt in meinem Bett. Und es macht somit alles viel einfacher und entspannter. Have you spoken with the Historians? Ja, habe ich. Was anderes kann er wohl jetzt nicht mehr sagen. Ziemlich schade. Ich dachte, er wäre ein bisschen ehrwürdiger. Aber so viel Dialog haben sie ihm doch nicht zugetraut, die Entwickler dieses Spiels. Ich bin falsch gelaufen, sehe ich gerade, aber egal. So, wir müssen hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Oh, da war kurz ein Lag. Ich weiß nicht, was so... Oh, ich muss nichts drücken. Huh? Ah, ja, stimmt. What's happening? That... A landmass, and quite a sizable one, from the look of it. The historian said the Danan survivors used mantras to erase the land, but that would mean that... Oh oh. Was passiert hier? Keine Ahnung. Boom, sag ich da nur. Auf einmal ist da übelst viel Land. Und ich glaube, das werden wir uns gleich mal anschauen. By all the gods, that's one spectacle I could have done without. Okay. Unbelievable. I suspect our world has altered on a fundamental level by this. There's a new land bridge just up ahead. Let's check it out. So, als ich das zum ersten Mal so weit gespielt habe, habe ich noch so optionales Zeug erledigt. Ich habe für Legen so eine Superwaffe geholt. Aber ich glaube, das sollte man gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich werde einfach jetzt der Story nachgehen und mich nicht ablenken lassen von anderen Phänomenen. Also nichts wie über und die Höhle erforschen, die vor uns liegt. So, hier rein. Und wir sind im Garal-Tunnel. Wir werden jetzt hier durchgehen und dann werden wir hier weitergehen. Und ja, hier über die Brücke. Oh, hier kommen Monster. Das, wow, was ist das denn? Garal-Cat. Ich bin gespannt, was ihr drauf habt. Ich werde euch mal ganz normal angreifen. Vielleicht kriege ich ja den einen oder anderen Zauber von euch. Ich suche nur gerade meinen Kuli. Wo ist mein Kuli? Ich brauche meinen Kuli, um alles aufzuschreiben. Keine Ahnung. Ist aber nicht gut. Nicht gut vorbereitet. Und jetzt liege ich natürlich hier so schön und habe keinen Bock aufzustehen. Das ist aber ein Dilemma jetzt hier. Blöd, ey. Ja, komm. Ich steh mal kurz auf. So, da ist mein Kuli. So, wieder hinlegen. Ein Moment. So. Haha, das ist nicht professionell. Aber egal. Mir egal. So, was haben wir hier drin? Monster. Cantarella. Ich greife euch nochmal an erstmal. Cosmogon. Root Whip. Agnates. Okay, den werde ich mal aufschreiben. Agnates. Scheint aber jetzt nicht so stark zu sein, aber naja, was soll's. Vielleicht ist es besser als Agmel. So, werden wir mal... Obwohl, nee, ich gucke erstmal in die Truhe rein, denn ich glaube, hier ist auch ein Zauber drin. Speed Plus. Okay. Something is written on the button of the chest. Increase your speed. Himmel. Fragezeichen davor. Ich glaube, ich weiß noch, wie der ging. Also wenn wir es mal kurz aufschreiben. Ich glaube, ich werde Agmels einfach erstmal wegtun. Sonst habe ich später keinen Platz mehr. Ich werde jetzt dieses Agnates nehmen. Ey. So. So, und das S ist auch hier irgendwo in der Nähe, genau hier. Ja, das sieht doch viel besser aus. Und wie ist das andere nochmal? Ich glaube ein P war das, ne? Hey! Femel. Ja, es geht aber auch nur auf einen, aber ist egal. Speed up! Wow. Okay. Dann können wir weiter. Und nun sind wir im Horn Cave.
Aber mit Margus waren wir ja bis jetzt hier nur nachts da, deswegen konnte ich nicht hier runter. Deswegen werden wir uns hier ein bisschen umschauen. Ich glaube, mit Male bin ich ja den anderen Weg hier reingegangen. Bin ich schon mit ihr da reingegangen? Ich weiß es selber nicht genau. Auf jeden Fall können wir jetzt uns auch dieses eine Buch uns anschauen. Husana. Kennen wir diese Gegner eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung. Naja, sehr stark sind die sowieso nicht, deswegen lasse ich das jetzt einmal laufen und später spule ich wieder vor. So, dann gehen wir hier runter und... Ja, wir gehen erstmal hoch. Immer diese blöden Monster. So, dankeschön. Danke, danke. Nun lass mich kurz mal hier vorbeischauen. Und Mantra Apprentices Guidebook. Read from the beginning, bitte. Arcane Destruction Tiller. Tiller. So. Thor Solon. Ja, ich werde keine Zauber benutzen, die ich vorher nicht gelesen habe. Deswegen braucht ihr mir ruhig nicht hier in den Kommentaren Zauber zu schreiben. Also die wirklich in diesem Spiel existieren. Vorschläge, also lustige Vorschläge gerne, aber nicht starke Zauber, die wirklich was bringen. Und das... Trapix. Trapix, das hört sich ja sehr interessant an. Trapix. Theona. Wow, ich muss, glaube ich, jetzt ein paar Zauber löschen gleich. The book ends here. Das wird jetzt ein wenig dauern, aber ich werde nicht schneiden. Ich glaube, ich werde Toulouse wegnehmen. Ja. Dafür nehme ich... Thor Solon. Okay. Earth Damage. Okay, ich dachte, das wäre Dings. Egal. Das benutze ich sowieso nicht. Komm, ey. Weg damit. Tiller war das, ne? Das eine war Tiller. You know it's Tiller. Tiller Knight. Ja. Keine Ahnung, was das kann. Peace, ja, kann ich... Ja, ich glaube, ich muss Emeso wegtun. Nee, Deck muss ich wegtun. Deck war nicht so toll. Deck war nicht so toll. Kannst du besser. Weiß er selber. Morpho. Wind Damage. One aber nur. Hm. So, Emeso kommt auch weg. Aber Funk lasse ich. Holy Damage finde ich geil. Megami, das war der Zauber, der alle heilt, aber mehr als Lefner. Deswegen ist dieser Zauber sehr willkommen in meiner Liste. Und dann hatten wir noch Trapix. Trapix, genau. Dann kommt das hier weg. Trapix. So. Komm schon. Fire at Burn. Naja. Aber da war noch einer, ne? Theona, oder was? Hä? Das kommt weg. Ist eh viel zu teuer. Theona. Oh. Ja, gut. Das war's, oder? Ja. Puh. Dann hätten wir das auch erledigt. Wir haben viele neue Zauber. Das freut mich sehr. Und diese blöden Fledermäuse gehen auf die Nerven. Sind wie Zubats. Bei Pokémon. Die gehen auch nur einen auf die Nerven. Kleinschein ist cool, aber Zubat sind scheiße. So. Dann geht... Nee. Lasst mich doch bitte in Ruhe. So, hier rein und dann, hier raus. Ah. Ihr seid wirklich sehr lustig. So lustig, dass ich mich auf jeden Kampf mit euch freue. Mhm. So, dann gehen wir hier weiter und... Ja gut, diese Monster sind wenigstens nicht so widerspenstig. So. Dankeschön. Ich habe irgendwie Durst. Egal, ich trinke gleich. Great Forest. Ich glaube, wir mussten erstmal nach links, ne? Tail Dog. Euch kennen wir auch schon, also werde ich es wieder vorspulen. Und hier rüber gehen. Ey.
Oh, das sind neue. Das sind neue Hunde. Sickle Dog. Mal schauen, was sie drauf hat. Ja, ihr greift einfach normal an, aber das bringt's nicht wirklich. Bind. Aha. Ich weiß, dass jetzt gleich ein kleiner Kampf kommt. Deswegen werde ich mich mal kurz heilen. Aber nicht mit Megami. Lefner müsste eigentlich auch... Nee! Nee! Nicht so, so wollten wir das.